Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr da mit dabei seid. Ja, das ist eine Lackierung. Ken Block ist ja gestorben. Der war ja früher Marelli-Fahrer und hat dann immer diese hochgezüchteten Karren gefahren. Durch abgesperrte Straßen in Amerika. Das kann ich euch sehr empfehlen, auch bei YouTube. Ja, und die Lackierung habe ich rausgesucht. Ich suche eigentlich sonst immer Manga. Schaut mal an, wie breit der jetzt ist. Es ist ein breiteres Fahrwerk eingebaut. Aber an der Leistung ist nichts verändert worden. Nur die Optik. Ja, natürlich ein bisschen breitere Reifen. Sieht aus wie echt, ne? Konkurrent ist ja Forza Motorsport, aber in einigen Belangen finde ich Gran Turismo 7 besser. Bin auch mal gespannt, beim wann bei Forza Motorsport die Nordschleife kommt. Also wenn man so lange am Spiel entwickelt, dann sollte die schon mit drin sein. Das ist ja mit die wichtigste Strecke, die man drin haben möchte, ne? So. Ach so. Okay, Moment. Ja, dann machen wir das nochmal. Ihr seid live mit dabei. Das ist ziemlich weit oben. Hier. Fertig. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wer hinter dem Kanal seit 6 Jahren steckt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann kriegt er meinen Instagram-Namen. Und damit ist auch mein Facebook-Profil verlinkt. Ja, und dann seht ihr, wer seit 6 Jahren mit fast 2500 Videos hinter dem Kanal steckt. So, und zeige ich euch nochmal eine Präsentation. Außerdem haben wir jetzt ein 6-Sterne-Ticket vorhin bekommen. Das ziehen wir uns jetzt mal rein. Oh, wir haben reichlich dazu bekommen. Ja, das ist für euch nur gut und für mich auch. Geil. Alles klar, ziehen wir das durch. Oh, das Schlechteste von allen. 10.000 ist schäbig. Hätte soll ich mal 30.000 nehmen können. Ja. 5.000, ne? Ja. So. Jetzt noch mal ein 4-Sterne. Die besten. Eins nach dem anderen. Oh ja. Das ist super. Eine halbe Mille.
Boah, es gibt auf jeden Fall ein Auto. Geil. Ich hoffe, den haben wir noch nicht. McLaren VGT. Den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Nice. Boah. Moment. kW. Der will vielleicht auch mal auf Le Mans mit euch fahren. Und nun noch nicht mal eine Tonne wiegt der. Und Mittelmotor. Geil. So, dann machen wir das mal anders. Einmal so. Dann können wir uns gleich noch mal anschauen. Lenker in der Mitte. Rallye-Reifen drauf, die P-Zero. Werden ja auch in der Formel 1 verwendet. Oder wurden mal verwendet. Cool. So, und jetzt schauen wir uns natürlich den Wagen an, wie immer. Hören ihn uns an. Leider ein Rechtslenker. Z-Felgen. Aber die waren nicht serienmäßig drauf. Fette Reifen. Das sieht auch immer geil aus, rückleuchtende Nahaufnahme. Das auch noch mal. Gut. Ab auf die Nordschleife. So. Bringen wir mal in Position. Gespannt, wie der sich jetzt fährt. Das sind die Gegner. Ja, da wünsche ich euch gute Unterhaltung. So. Bisschen zu spät gebremst. Alter, was ist das für einer? Ford Roadster. Geiler Sound.
Vorsicht. Oh. Auf Trasse ist immer gefährlich. Ihr dürft das Baujahr von dem Wagen auch nicht vergessen. Dreht er uns um. Ja, das war jetzt natürlich. Hat die KI nicht richtig mitgearbeitet. Ich wollte innen reinziehen. Hätte ich außen bleiben müssen, aber das kann man nicht ahnen. Hier ist aber auch ein Getümmel, du. Dafür hat man auch das Radar. Ups. Sehr langsam sind die hier. So, vorwärts. Aber die ersten zwei kriegen wir noch.
lässt uns vorbei. Diesmal könnte es der erste Platz werden. Aber der bleibt jetzt an uns dran, das ist immer so. Entscheidet sich nachher für Döttinger Höhe. Jetzt entscheidet sich das. Ich glaube, der ist schneller als wir. Mal sehen. Rechts wieder vorbei. Ja, wir wollen jetzt diesen Weg versperren. Aber wir haben keinen guten Topspeed. Ein bisschen Windschatten noch. Jetzt da noch mal einen Blinker. Nee. Jetzt setzt er einen Blinker. Na, lässt uns vorbei für das Geld. Ja. Geil. Das gibt's bei Forza auch nicht, dass da einer einen Blinker setzt. Wir setzen Warnblinker. Oh, das war eine schnelle Zeit. Nee, das ist keine 10 Minuten der Zeit. Das ist ein bisschen langsamer. Sonst sind wir immer in den 10er-Bereich. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Wiederholung. Wenn euch das interessiert, ne?
richtig breite Hinterreifen. Richtig dicke Schlappen drauf. Vorne auch. Geil aus.
Ja, meine lieben Freunde, das war doch wieder eine schöne Folge. Sogar mit Roulette-Tickets und einen geilen Wagen gewonnen. Ja. Bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.